Guten Abend. Es freut mich natürlich auch sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Die Einladung hat mich überaus gefreut und jetzt auch die freundliche Einleitung. Herr Gunzinger hat mich vor einigen Wochen durch die Räume geführt und ich war sehr beeindruckt. Ich hatte in den 70er Jahren engen Kontakt mit der ETH und habe so erlebt, wie die Anfänge da waren, der Informatik. Unter anderem war es etwas Berauschendes, dass man ein Schaukelpferd dreidimensional darstellen konnte und dann in alle Richtungen drehen konnte. Also die ganze ETH hat sich gefreut dabei. Es ist schon bemerkenswert, weil das ist jetzt etwa 45 Jahre her, oder? Aber was da alles passiert ist, ist wirklich unglaublich. Ja, also wenn Sie den Titel sehen, dann sind Sie sicher mit mir einig. Das ist ein anspruchsvoller Titel. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir alle ein Menschenbild haben. Also wir kommen gar nicht ohne aus. Und die Frage ist einfach dann, stimmt es einigermaßen oder entspricht es unserem Leben nicht so ganz? Und ich denke, sich richtig einzustellen auf die heutige Gesellschaft und Wirtschaft, das ist etwas sehr Anspruchsvolles und ich bin überzeugt, dass man es eigentlich nicht kann, wenn man nicht ein entsprechendes Menschenbild hat. Sie haben es schon gehört von Herrn Gunzinger, ich habe mich ein Leben lang mit der kindlichen Entwicklung beschäftigt und ich denke, die Kinder sind natürlich eine ideale Erfahrung, um auch den Menschen als Ganzes zu verstehen, also auch den Erwachsenen. Und ich habe vor einem Jahr ein Buch geschrieben, Das passende Leben, und das sogenannte Fit-Prinzip ist eigentlich die Grundlage dieses Buches. Ist natürlich keine Erfindung von mir, sondern ist ein Grundgesetz der Evolution. Sie wissen das. Alle Lebewesen, vom Bakterium bis zu den Pflanzen, Tieren und natürlich auch zum Mensch, waren 450 Millionen Jahre damit beschäftigt, sich an die Umwelt anzupassen, um überhaupt zu überleben. Nun, das Interessante ist, dass eben dieser Drang, sich mit der Umwelt in Übereinstimmung zu leben, dass dieser Drang nicht nur für die Art gilt, also für den Menschen, sondern im Grunde genommen für jeden Einzelnen. Und das große Problem ist, dass wir ja überaus verschieden sind. Also im Grunde genommen ist jeder Mensch, vielleicht mit Ausnahme gewisser eineiiger Zwillinge, ein Unikat, einmalig. Nun, das Merkwürdige ist ja, dass irgendwie der Mensch dann doch im Vergleich mit allen Lebewesen etwas Spezielles ist, oder? Also wenn man auf den Mond fliegen kann oder in den Marianengraben tauchen kann, dann ist das schon ungewöhnlich. Und was uns so speziell macht, ist natürlich, dass wir nicht ausschließlich, es gibt auch Tiere, die das bis zu einem gewissen Grad können, dass wir uns die Umwelt in einem hohen Maße zu nutzen gemacht haben. Ja, das steht schon in der Bibel. Und wenn man zurückschaut, also sagen wir mal vorsichtig die letzten 200.000 Jahre, dann war es ja so, dass der Mensch einerseits versucht hat, die Welt zu verstehen und zwar weit über das hinaus, was zum Beispiel Tiere tun. Alle Lebewesen verstehen die Umwelt auch, aber nur in Bezug auf ihre Bedürfnisse. Also was sie an der Umwelt interessiert ist, wie kann ich meine Bedürfnisse befriedigen? Und wir sind etwas seltsam, weil wir interessieren uns eigentlich für alles.
Das ist ja schon merkwürdig. Auch das, was nicht ein unmittelbarer oder auch nur entfernter Nutzen ist. Es interessiert uns alles. Also wir sind universell neugierig. Und das ist schon speziell. Also ich kenne kein Tier, das auch die Primaten nicht, das so neugierig ist. Und das andere ist natürlich, dass es dabei nicht geblieben ist, sondern dass wir dann auch noch die Welt damit beherrschen wollen. Und das ging eigentlich so lange gut, solange wir schwächer waren. Das war kein Problem bis, sagen wir so, vor etwa 200, 300 Jahren. Also wir waren immer schwächer, also die Natur und die Umwelt, die hat uns letztlich beherrscht. Und jetzt ist etwas passiert, was vielleicht von der Natur so gar nicht vorgesehen war. Das ist, dass wir eigentlich stärker geworden sind als die Umwelt. Und wir haben so einen riesigen Drang, die Umwelt zu beherrschen, dass wir dass es uns eigentlich noch nicht gelingt, uns zurückzunehmen, also demütig zu sein gegenüber der Umwelt. Man hat so den Eindruck, wir sind es eigentlich erst bereit, wenn wir einen Leidensdruck haben, zum Beispiel mit dem Klima. Wenn man die Entwicklung anschaut, dann ist ja das wirklich eine ganz ungewöhnliche exponentielle Kurve. Also die modernen Menschen gibt es mindestens 200.000 Jahre, vielleicht 300.000, also modern meint so wie wir. Und da war natürlich sehr lange, war da lediglich eine mündliche Überlieferung und dann vor etwa 3500 Jahren von Christus wurde die Schrift erfunden, dann das Papier, übrigens zuerst in China, nicht in Europa, rund 1000 Jahre früher. Dann kam der Buchdruck und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir das Internet und das ist alles ganz toll und Sie verstehen das alles viel besser als ich. Das Problem ist einfach folgendes. Wir haben da einen Gap zwischen den Daten, die da jedes zweite Jahr sich verdoppeln, und den geistigen Fähigkeiten der Menschen. Es ist interessant, so in den letzten etwa 70 Jahren oder 60 Jahren hat der IQ in Europa ständig zugenommen. Und der Grund war einfach der, dass das Bildungswesen sich immer verbessert hat. Aber das Interessante ist, Sie sehen das hier, es geht jetzt geradeaus. Seit mindestens einer Generation ist das nicht mehr der Fall. Es ist Schluss. Das muss man nicht unbedingt verstehen in Bezug auf das Wissen, die Information, aber sicher in Bezug auf die Hardware. Das hat sich in verschiedenen Ländern gezeigt und aller Voraussicht nach geht das ja weiter, oder? Und es wird spannend sein zu sehen, wo das hinführt. Ob jetzt die künstliche Intelligenz uns irgendwann beherrscht. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass das mindestens in Teilbereichen jetzt schon der Fall ist. Und die Frage ist einfach, wie weit wir das zulassen und in wie vielen Bereichen. Nun, eine riesige Sorge ist natürlich die Umwelt für uns. Und ja, wir sorgen uns über das Klima, über die Verschmutzung der Meere, über das Aussterben von Pflanzen und Tieren. Und das Ganze geschieht ja so weit weg von uns oder weit oben in der Atmosphäre. Also man spürt es nicht so richtig. Aber es gibt eine Erfahrung, die ich ganz interessant finde. Also ich habe es noch erlebt, dass wenn man mit dem Auto oder mit dem TÜV ins Tessin gefahren ist, da musste man immer wieder anhalten und die Windschutzscheibe putzen, weil einfach so viele Mücken herumgeschwirrt sind. Und heute ist das überhaupt nicht mehr der Fall.
Also das ist eigentlich noch angenehm, oder? Man muss nicht mehr anhalten. Aber es ist so einfach ein Zeichen, was da im Stillen passiert, weil es geht ja nicht nur um die Mücken, sondern auch um all die Tiere, die davon leben. Zum Beispiel die Singvögel. Die haben auch abgenommen. Also das ist ich finde das einen enorm unheimlichen Vorgang, und zwar einfach deshalb, weil er für uns so wenig spürbar ist und vor allem, weil es ja ein System ist. Es geht nicht um einzelne Bereiche, sondern es ist ein ganzes ökologisches System, und wenn es in einem Bereich bei den Mücken Schwierigkeiten gibt, dann gibt es in vielen anderen Bereichen auch noch Schwierigkeiten, eben zum Beispiel bei den Singvögeln. Also das, ich denke, das sind wir uns einigermaßen bewusst. Also was mich umtreibt, wirklich umtreibt, das ist nicht nur die Natur, sondern die Umwelt, die wir uns selbst geschaffen haben, und die soziale. Und darüber sprechen wir eigentlich noch nicht. Aber wir sollten es. Und so eine Botschaft meines Vortrages ist eben, dass wir uns da wirklich Gedanken machen. Und zwar aus folgenden Gründen. Wenn man zurückschaut, wie hat denn der moderne Mensch gelebt? Dann natürlich in der Natur, alle. Die Kinder sind in der Natur aufgewachsen, und jetzt können sie schnell auch sich Gedanken machen, wie das ist, wenn Kinder im Kinderzimmer aufwachsen. In der Natur und vor allem in Lebensgemeinschaften. Also man rechnet, dass das so irgendwo zwischen 50 und 300 Menschen jeweils waren. Die waren alle miteinander vertraut. Die kannten einander auf das Genaueste. Meistens haben sie das ganze Leben miteinander verbracht. Sie haben die Kinder zusammen aufgezogen, also die Familie, also vor allem die Kleinfamilie, wie wir sie heute haben, das ist ein künstliches Konstrukt. So war das 200.000 Jahre, vielleicht 300, vielleicht sogar 400.000 Jahre lang bei den Vorfahren des Homo sapiens. Und was das natürlich gemacht hat das Sozialverhalten der Menschen geprägt. Das hat die Bedürfnisse geprägt, und das hat auch die sozialen Kompetenzen, also die Fähigkeiten der Menschen geprägt. Und was dann irgendwie so passiert ist in den letzten paar hundert Jahren, oder, das ist, dass die Gemeinschaften zu Städten, zu Millionenstädten, zu Smart Cities gelegentlich geworden sind. Also es leben Millionen von Menschen zusammen. Und die Gretchenfrage ist, sind wir überhaupt für eine anonyme Massengesellschaft gemacht? Und ich meine nicht. Eine Folge davon ist, dass die Großfamilien, die sind geschrumpft zu Kleinfamilien. Wir haben Patchwork-Familien, wir haben Alleinerziehende. Und das ist eine permanente Überforderung für die Eltern. Es gibt ein bekanntes Sprichwort, afrikanisches Sprichwort, das sagt, um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Also die Kinder sind früher nicht von den Eltern ausschließlich aufgezogen worden, sondern von der Gemeinschaft. Und das macht den Eltern Probleme und auch den Kindern. Unter anderem deshalb, weil sie sehr oft nicht einmal mehr Geschwister haben, sondern mehr oder weniger alleine aufwachsen. Das macht mir sehr große Sorgen, zum Beispiel, ob diese Kinder, wenn sie einmal erwachsen sind, überhaupt sozial kompetent sind. Aber dass die Lebensgemeinschaft auch verschwunden ist, das ist ein Problem auch für die Erwachsenen. Wir haben eine Scheidungsrate von über 40%.
Und ich würde meinen, es gibt viele Gründe dafür natürlich, aber einer würde ich meinen ist, dass wir viel zu hohe Erwartungen haben in die Partnerschaft. Also der Partner sollte alle Grundbedürfnisse abdecken, was er nicht kann. Und in der Vergangenheit wurden die Grundbedürfnisse auch von der Lebensgemeinschaft, also von vertrauten Menschen, abgedeckt. Und die fehlen heute. Und so sind die Erwartungen an den Partner oder an die Partnerin so, dass es über kurz oder lang nicht mehr geht. Und man hofft, dass mit dem nächsten Partner, dass der nächste Partner die Erfüllung bringen wird. Und dann haben wir eben diese Lebensgemeinschaft. Sie können in Zürich durch irgendwelche Straßen ziehen, gehen. Dann sehen Sie ja, dass eigentlich alle sich darauf eingestellt haben, dass sie den anderen nicht zur Kenntnis nehmen. Oder? Also das bis zum Punkt, wo man ja mit dem Smartphone herumläuft. Und der andere interessiert einem eigentlich nur noch insofern, dass man nicht in ihn hineinlaufen möchte. Aber sonst interessiert er einem eigentlich nicht. Also da sind zahllose Menschen, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben will. Und dann haben wir das demografische Problem mit den alten Menschen. Die Anzahl nimmt ständig zu. Also man kann voraussehen, dass wir gar nicht in der Lage sind, die Altersheime und Pflegeheime zu finanzieren. Aber das Schlimme ist für mich, dass die alten Menschen in den Heimen vereinsamen, sozial isoliert sind. Also ich finde, das ist ein menschenunwürdiges Leben. Also gewissermaßen nur noch die Menschen aufzubewahren, bis sie dann sterben und die sozialen und emotionalen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Das erinnert einem etwas an das Drama in Amerika mit den kleinen Kindern. Es ist einfach ein ganz anderes Alter, wo das stattfindet. Aber im Grunde genommen ist es das gleiche Problem. Und dann haben wir so Ersatzmechanismen, oder? Also ich habe das schon erwähnt, die Kinder sind in der Natur aufgewachsen. Und das ist natürlich so, dass sie sind programmiert, dass sie in der Natur die entsprechenden Erfahrungen machen können, zum Beispiel in der Grobmotorik oder in der Feinmotorik. Also ein Kinderzimmer reicht einfach nicht aus. Also Sie müssen sich nur vorstellen, der riesige Unterschied, wenn das Kind sich nur in der Wohnung bewegt oder in einem Wald. Das sind enorme Unterschiede in der Wahrnehmung und den Anforderungen, die an die Motorik gestellt werden. Und dann haben wir natürlich das ganze Problem mit den modernen Medien, mit dem Gamen und so weiter. Es sind endlose Diskussionen, wie man damit umgehen soll. Fakt ist, zwischen 2 und 5 Jahren, also in etwa 3 Jahren, sitzen die Kinder im Schnitt 1 bis 2 Stunden vor dem Fernseher. Und das machen sie sicher nicht selber. Diese 1000 Stunden werden sie vor dem Fernseher gesetzt. Und das ist oftmals auch verständlich, weil dann hat die Mutter Zeit, etwas zum Beispiel im Haushalt zu machen. Und zwar einfach deshalb, weil sie überfordert ist und niemand anders den Kindern schaut. Aber es sind 1000 Stunden, wo man sich wirklich fragen muss, was hätte das Kind für Erfahrungen gemacht, wenn es nicht vor dem Fernseher gesessen wäre oder gegamed hätte. Das ist natürlich auch ein Dauerbrenner und da haben wir auch endlose Diskussionen, ob das etwas bringt oder nicht. Und es ist ja eigentlich noch schwierig zu begründen, weshalb das soziale Erfahrungen sind, die nicht befriedigen können. Ich versuche es jetzt trotzdem mit einem Beispiel. Sie sehen oben eine Schulklasse, 3. Sekundarschule. Da hat der Lehrer beschlossen, wir gehen nun über die Alpen, brauchen dazu etwa eine Woche. Und es ist extrem eindrücklich, was dann passiert ist, oder? Die sind gekommen mit ihren Handys, noch etwas Lippenstift, gut frisiert,
vielleicht sogar geschminkt. Und dann, ab dem zweiten Tag, ist das Zeug alles verschwunden. Und zwar einfach deshalb, weil die haben miteinander geredet, die haben sich kennengelernt, die machten gemeinsame Erfahrungen und nach einer Woche standen sie an einem anderen Ort. Man kann die gleiche Zeit verbringen beim Chatten. Und ich glaube, es ist nichts mehr als eine Zeitverschwendung. Also, wenn man es kurz fassen will, geht es eigentlich um die Erfahrungen, die wir machen. Konkret mit dem anderen. Weil das haben wir Menschen immer gemacht. Es gibt noch einen anderen Aspekt, und das ist der Leistungsgesellschaft. Das ist heute etwas ganz Problematisches, insbesondere auch bei den Kindern. Aber ich möchte auf etwas zu sprechen kommen, das mich immer fasziniert hat. Wenn Sie da die drei Bilder anschauen, das ist Brasilien, eine Soja-Plantage, das kennen Sie auch. Dann hat das alles zu einer Sinnentleerung der Arbeit geführt. Also viele Menschen heutzutage, wir haben ja über 70% Dienstleistungsgesellschaft bei uns, viele Menschen, die machen nichts anderes, als sie sitzen am Pult und man sagt ihnen, was sie zu tun haben. Oft wissen sie nicht einmal genau für was und wie der größere Zusammenhang ist und was die Firma überhaupt macht, sondern sie müssen jetzt einfach die Aufgaben, die man ihnen zuträgt, die müssen sie erledigen. Ich habe im Verlauf der Studien viele interessante Erfahrungen gemacht. Eine war die folgende. Da war ein junger, kluger Mann, ging ins Gymnasium, beschloss dann, theoretische Physik zu studieren. Als Laie habe ich den Eindruck, das ist etwa das Schlimmste, was man sich antun kann. Er hat fertig gemacht, hat abgeschlossen und dann kam er eines Tages und sagte, jetzt werde ich Schreiner. Und dann hat er eine Lehre gemacht, ist ins Emmental gegangen und hat eine Werkstatt eröffnet. Und der große Unterschied, das ändert sich natürlich leider auch bei den handwerklichen Berufen, ist, dass man nicht fremdbestimmt ist oder weniger. Und dass man eine Kontinuität hat in der Erfahrung, die man macht. Also man kennt das Handwerk immer besser und ja, es ist etwas, was man selbstbestimmt macht und dadurch eben einen Sinn bekommt und nicht etwas, was man einfach machen muss, um ja, zu überleben, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich weiß nicht, ob das zutrifft, aber ich habe den Eindruck, dass immer mehr junge Leute abdriften oder andere Betätigungen, Tätigkeiten suchen oder die Arbeit machen müssen, die ihnen nicht viel sagt, aber dass sie dann anderswo ihre Befriedigung finden. Also das ist mindestens ein Bemühen, in dem, was man macht, wieder einen Sinn zu finden. Also für mich ist die Frage schon sehr, wer sind wir eigentlich? Also was ist der Mensch und durch was wird er getrieben und wie will er eigentlich leben? Herr Gunzinger hat es schon erwähnt, ich habe ein Leben lang am Kinderspital gearbeitet. Etwa 60% habe ich Wissenschaft gemacht und etwa 40% war ich klinisch tätig. Und die für mich wahrscheinlich wichtigste Erfahrung war diejenige in den Zürcher Longitudinalstudien. Also in diesen Studien haben wir die Kinder von der Geburt bis sie 20 Jahre alt waren begleitet. Jedes Einzelkind. Wir haben sie mindestens einmal pro Jahr gesehen, oft zweimal, manchmal viermal pro Jahr. Also das war eine sehr intensive Begleitung.
Sie sehen hier, das sind nicht alle, aber die drei größten Studien. Die erste Studie, die wurde 1954 begonnen, also da war ich 11 Jahre alt. Aber in Anfang der 70er Jahre kam ich dann auf die Abteilung und da waren diese Probanden natürlich bereits erwachsen und die Frage war, was machen wir jetzt? Und dann haben wir beschlossen, jetzt warten wir etwas und dann verfolgen wir ihre Kinder. Also wir hatten dann Daten von den Kindern und einem Elternteil. Und das war überaus spannend. Brauchte etwas Geduld, aber es war sehr erhellend. Und das andere war eine Frühgeborenen-Studie und die haben in den 70er Jahren begonnen, weil zu dieser Zeit wurde die moderne Neonatologie, also die Neugeborenenmedizin, entwickelt. Die kleinen Kinder, diese Frühgeborenen, haben mehr überlebt, auch in einem früheren Alter. Und die bange Frage war dann, entwickeln sich die Kinder normal? Also das war eine ethische Frage und deshalb haben wir diese Studie gemacht. Wir haben dann zusätzlich noch etwa 500 Kinder, Frühgeborene, untersucht, um sicher zu sein, dass was in der Neonatologie gemacht wird, überhaupt ethisch zu verantworten ist. Also das war mein Erfahrungshintergrund und dann haben wir ausgewertet und ich zeige Ihnen eine Daten, die ich auch ästhetisch schön finde. Wir haben ein kybernetisches Modell in den 70er Jahren entwickelt für das Wachstum, das immer noch gültig ist. Also was Sie hier sehen, ist die Geschwindigkeit, mit der die Körpergröße abnimmt und dann wieder zunimmt und schlussendlich zu einem Abschluss kommt. Und das Spannende ist, dass diese Kurve für jedes Kind gleich aussieht. Es gibt nur zwei, vielleicht noch einen dritten Parameter, der die Kinder unterschiedlich macht. Also ein Parameter ist zum Beispiel die Dauer des Wachstums und ein anderer Parameter ist gewissermaßen die Grundhöhe, also ob das ein tendenziell großes oder kleines Kind ist. Und diese beiden Parameter haben dann weitgehend bestimmt, wie sich das Kind entwickelt hat. Das haben wir auch in anderen Bereichen haben wir das noch gemacht. Und solche Analysen kann man natürlich nur machen, wenn man das einzelne Kind über die ganze Entwicklung verfolgt. Oder? Also man hat dann zahllose Datenpunkte von, also da geht es jetzt mit 3 Jahren los, aber man von der Geburt weg, bis das Wachstum abgeschlossen ist. In den 90er Jahren war es dann so, wir immer mehr Kinder zugewiesen bekommen haben mit irgendwelchen Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten. Also die Botschaft war, kümmert euch nicht nur um interessante Sachen in der normalen Entwicklung, sondern auch um die Kinder, die Probleme haben und die Eltern auch. Also wir haben dann eine Poliklinik aufgemacht. Heute sind das etwa 2000 Kinder pro Jahr, wie wir sehen, mehrheitlich im Schulalter. Und da kam natürlich die Frage, ja, wie erfassen wir jetzt die Kinder, damit wir die Eltern und die Fachleute sinnvoll beraten können. Und ich zeige Ihnen jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem, was wir gelernt haben. Das eine war, wir haben 6 Grundbedürfnisse definiert. Sind nicht viele, mag Sie vielleicht erstaunen. Also mich stört das Geschrei nicht. Sechs Grundbedürfnisse, und ich gehe die jetzt mal kurz durch. Selbstverständlich will das Kind seine körperlichen Bedürfnisse befriedigt haben, also Essen, Trinken, Schlafen, später auch die Sexualität, sich wohlfühlen körperlich.
Dann ein weiterer Bereich, der ganz wesentlich ist, das ist, wir sind ja, wie viele Säugetiere auch, extrem bindungsbereit. Also wir haben ein Bindungsverhalten, das ja so weit geht, dass das Kind sich an jede Person bindet, die da ist, unabhängig davon, ob sie jetzt mit dem Kind gut oder schlecht umgeht. Also das ist gar keine Frage der Qualität der Betreuung, sondern einfach, kenne ich diese Person oder kenne ich sie nicht. Und also das Kind hat keine Alternative. Und das ist auch bei anderen Säugetieren so. Und der Sinn ist natürlich, dass man damit sicherstellt, dass das Kind sich entwickeln kann über 15 Jahre, dass das gewährleistet ist. Und zwar nicht nur jetzt die physische Entwicklung, sondern auch die geistige. Und dann etwas, was ganz wichtig ist, das ist die soziale Stellung und die soziale Anerkennung. Das kommt eben auch aus der Lebensgemeinschaft. Das sieht man schon in der Krippe. Kinder zwischen 2 und 4 Jahren, die wollen soziale Anerkennung haben, und zwar nicht nur von der Erzieherin, sondern auch von den anderen Kindern. Und die wollen eine bestimmte Stellung einnehmen unter den Kindern. Und es ist auch interessant, dass zum Beispiel die sozialen Hierarchien dann nicht die gleichen sind bei den Knaben und den Mädchen. Da entsteht schon eine Hierarchie, die uns heute noch etwas Sorgen macht. Wir können dann vielleicht in der Diskussion darüber reden. Also das ist etwas enorm Wichtiges. Dann die Selbstentfaltung, also die Entwicklung der Fähigkeiten, also Gehen, Reden und so weiter, Lesen, Schreiben, Rechnen. Und schließlich, das unterschätzt man, die Kinder wollen früh, wirklich früh, zum Beispiel mit 3 Jahren, wenn sie Dreirad fahren, die wollen eine Leistung erbringen. Und zwar nicht, dass sie dafür gelobt werden, das auch, das ist auch schön, aber für sich selber. Also wenn ein Kind, das eine Leistung erbracht hat, zum Beispiel auf einen kleinen Baum geklettert ist, dann ist es unglaublich stolz. Auch wenn es total alleine ist und niemand das Kind dabei lobt. Das ist auch etwas, was bei uns noch immer noch vorhanden ist, dieses Bedürfnis. Wir wollen Leistung erbringen, die sinnvoll ist. Und dann, was das Kind natürlich braucht, ist eine existenzielle Sicherheit, die die Eltern gewährleisten sollen. Und das ist deshalb wichtig, weil wenn die Eltern das nicht können, wenn sie ihre eigenen Grundbedürfnisse nicht gut befriedigen können, dann wirkt sich das zwangsläufig auf das Kind aus. Also nach dieser Einteilung haben wir dann die Kinder uns angeschaut. Ich gebe Ihnen jetzt einfach noch 2, 3 Beispiele, wie zu den einzelnen Grundbedürfnissen. Also eines, das genauso wichtig ist wie die Ernährung und über das man überhaupt nicht diskutieren kann, ist die Geborgenheit und die Zuwendung, die Kinder brauchen. Also die Kinder entwickeln sich nicht gut bis zum Punkt, wo sie sterben können, wenn sie eben sich nicht geborgen fühlen. Was einfach heute ein großes Problem ist, das ist, dass die Frage ist, wer leistet jetzt das? Leisten das die Eltern? Leistet das die Erzieherin, die Tagesmutter? Also das ist eine ganz große Schwierigkeit. Und was da dazu kommt, das gilt für alle Grundbedürfnisse, das Bedürfnis nach Geborgenheit ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. Schon bei den Kindern. Es gibt 2-Jährige, mit denen in die Krippe gehen, tschüss Mami und okay, alles in Ordnung. Es gibt 5-Jährige, die haben immer noch ein Problem, allein in den Kindergarten zu gehen. Und es gibt 12-Jährige, die haben, ich habe das letzte Woche wieder erlebt, die haben ein Riesenproblem, wenn sie in ein Schullager gehen sollten. Also diese Unterschiede sind enorm und die sind auch unter den Erwachsenen enorm. Und vieles, was zum Beispiel
bei einer Depression dahinter steckt, ist im Grunde genommen, dass der betreffende Mensch eben sich nicht geborgen fühlt, dass er nicht die notwendige emotionale Sicherheit hat. Und natürlich ist es so, dass bei den Kindern das sehr ausgeprägt ist, aber da setzt es sich mindestens temporär fort. Und auch bei den alten Menschen ist dieses Bedürfnis immer noch da. Und das Problem, das wir haben, das ist einfach, dass wir eine Gesellschaft geschaffen haben, die das immer weniger gewährleistet. Soziale Anerkennung, das habe ich schon etwas ausgeführt, oder? Das ist für mich das schönste Bild überhaupt. Um das auszudrücken, da muss man gar nicht mehr viel sagen. Also Kinder wollen nicht allein aufwachsen. Punkt. Eins oder auch zwei Kinder in einer Kleinfamilie, das kommt nicht gut. Und das sieht man mit 5 Jahren, wenn man schaut, wie ist es bei Kindern, die nur in der Kleinfamilie aufgewachsen sind und wie ist es bei Kindern, die auch in die Krippe gegangen sind. Ich will jetzt nicht ein Loblied singen auf die Krippe, überhaupt nicht. Aber die Kleinfamilie ist auch keine Alternative. Und viele von unseren staatlichen Institutionen, zum Teil privaten, die sind qualitativ oft leider nicht so, wie man sich das wünschen möchte. Also da haben wir einen Bedarf und nur um das noch etwas auszudeutschen, für mich ist die Krippe ein Teil des Bildungssystems und sollte vom Staat finanziert werden. Und wir sind, wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern, nicht mehr nur den skandinavischen Ländern, sondern jetzt neuerdings auch gewisse Bundesländer, Holland, Belgien, wir sind ein Entwicklungsland. Es ist unglaublich. Also diese Grundbedürfnisse, die sind von Kind zu Kind unterschiedlich ausgebildet und sie sind es auch beim einzelnen Kind und sie sind es auch bei Ihnen. Also da kann man zum Beispiel ein Kind haben wie Sarah, da ist die soziale Anerkennung extrem wichtig, sich selbst zu verwirklichen, ihre Fähigkeiten nicht so sehr. Und die Geborgenheit ist auch noch relativ stark. Also jedes Kind hat im Grunde genommen so ein Profil. Oder hier die Eva, die ist musikalisch begabt, das ist ihr sehr wichtig. Es gibt andere Bereiche, die sind es weit weniger. Oder wir haben ein Team, der will vor allem Leistungen erbringen, aller möglicher Art. Also jedes Kind hat so ein eigenes Profil und das haben wir alle auch und das können wir nicht auswählen, sondern mit dem werden wir geboren. Wir können es nicht ändern. Und ich glaube, eine Einsicht, die man haben kann, wenn man sich fragt, wer man ist, sich zu überlegen, ja, wie ist das eigentlich da mit diesen Grundbedürfnissen? Dann haben wir 8 Kompetenzen definiert. Gehe die auch mal kurz durch. Soziale. Also dazu gehört natürlich Elemente, wie man eine Beziehung führt, zum Beispiel die nonverbale Kommunikation, wie gut, dass man die Mimik lesen kann. Und das ist ja auch interessant, oder? Wir nehmen an, ja, Mimik lesen, das können alle, Gesichter erkennen können alle. Statistisch wird es so sein, dass in diesem Raum 2 Menschen sind, die das nicht können. Etwa 1% der Bevölkerung kann es nicht. Jane Goodall, die kennen Sie alle, die Schimpansenforscherin, die hat dieses Problem und die hat sich mal geoutet. Das ist sehr unangenehm, weil wenn ein Mensch auf einem zukommt, den man schon seit 30 Jahren kennt, dann erkennt man ihn nicht am Gesicht, sondern erst, wenn er spricht. Und das gilt auch für die Kinder. Die erkennen auch die Mutter nicht, sondern an den Bewegungen und natürlich an der Stimme oder vielleicht am Geruch.
das ist nur ein Detail. Es gibt noch viele andere Bereiche, wo das auch so ist. Also wir sind diesbezüglich sind wir extrem verschieden und in Bezug auf das empathische Verhalten auch. Also ich habe das kürzlich erlebt, das war ganz eindrücklich bei einer 40-jährigen Frau, die dann ziemlich unvermittelt gesagt hat, sie hätte eine Gesichtsblindheit, also sie kann Gesichter nicht erkennen. Und sie sagt das gewissermaßen vorausschauend, damit man ihres ungewöhnliche Sozialverhalten nicht falsch interpretiert. Also, Sozialverhalten, dann Sprache, das ist klar, Musikalität, figural-räumlich, also dazu gehört zum Beispiel das Zeichnen, dazu gehört aber auch die räumliche Wahrnehmung. Also in diesem Raum sind sicher 10%, die ein Problem haben in der räumlichen Orientierung, zum Beispiel beim Autofahren, und gottenfroh sind, dass sie ein GPS haben, weil sie sonst nämlich überfordert wären. Dann mathematisch-logische Fähigkeiten. Man darf davon ausgehen, dass zwischen 500 und 800.000 Schweizer praktisch nicht rechnen können. Ich spreche von Erwachsenen. Nicht rechnen heißt, die können das Geld nicht abzählen, zum Beispiel. Also die können eigentlich mit ihren rechnerischen Fähigkeiten den Alltag nicht bewältigen. Die gleiche Zahl haben sie noch, die können nicht lesen. Die sind 9 Jahre in die Schule gegangen, aber eigentlich können die nicht lesen. Also was ich sage das nicht, um sie sie zu provozieren, aber das ist die Realität. Und wir tun so, wie wenn das nicht so wäre, und das zum Leid von sehr vielen Menschen. Dann ein anderes Problem, das auch häufig hochkommt, das ist, es gibt zeitlich planerische Fähigkeiten. Das sieht man bei den Kindern zum Beispiel. Das ist ein enormer Unterschied, in welchem Alter sie die Uhrzeit endlich begreifen. Also da gibt es 4-5-Jährige, kein Problem, gibt 12-Jährige, die haben immer noch ein Problem. Und das hängt auch damit zusammen natürlich, dass man gewisse planerische Fähigkeiten hat. Also wenn ein Junge, ein Knabe immer wieder am Morgen nicht weiß, wo seine Sachen sind, wenn er in die Schule gehen muss, gibt auch Erwachsene, wo das noch der Fall ist. Also auch hier, also das ist sehr unterschiedlich. Bei den motorischen Fähigkeiten natürlich sowieso, also jetzt während der Weltmeisterschaft, da sieht man eine ganz einseitige Selektion von Männern, die da um den Ball herumrennen. Und dann gibt es etwas, was man immer wieder unterschätzt, und das sind körperliche Fähigkeiten, also die körperliche Attraktivität. Und das ist ja gerade etwas, was in unserer Gesellschaft extrem wichtig ist und die Wirtschaft aber Milliarden damit macht, nicht? Mit der Kleidung, mit den Accessoires und so weiter und so fort. Das ist wichtig, und wenn man sich das mal überlegt, wie war das eigentlich in der Vergangenheit, oder Sie haben das sicher selber, haben Sie die Erfahrung auch gemacht. Also der erste Eindruck, der ist ganz wichtig, nicht? Also ob jemand groß oder klein ist, das macht einen Unterschied, also das kann man nicht wegreden. Aber dann ist es doch eigentlich so wie auf dieser Alpenüberquerung, wenn man die Menschen dann etwas besser kennt, dann spielt das bald einmal keine Rolle mehr. Und das Problem ist, wir lernen die Menschen gar nicht kennen. Oder? Der Großteil, das ist nur eine oberflächliche Begegnung, und da geht es immer wieder von vorne los und man versucht aufzufallen, auf sich aufmerksam zu machen. Das ist eine Fähigkeit und ein Bedürfnis, aber nicht als Dauerzustand. Oder? Und dem kann man eigentlich nur Abhilfe schaffen, wenn man in Gemeinschaften lebt mit Menschen, mit denen man vertraut ist, weil dann spielt es keine Rolle mehr oder nicht mehr so eine große. Ja,
Also 8 Kompetenzen, und da ist es wiederum so, dass die Unterschiede enorm sind. Das ist eine 6. Klasse, das ist nicht etwa der Lehrer, sondern der Größte, und das ist der Kleinste. Die sehen Sie da. Also die sind nur 3 Monate voneinander im Alter. Also der Große ist praktisch ein junger Mann. Das ist natürlich ein Extrem, den habe ich gesucht. Und der Kleine, der ist noch nicht einmal in der Pubertät. Also diese Unterschiede sind enorm. Und was jetzt eben wieder dazu kommt, die Unterschiede in den geistigen Bereichen, die sind noch unendlich viel größer. Also das ist Lars. Der hat beschlossen, zwischen 2,5 und 3 Jahren, jetzt lese ich. Der Mutter war es peinlich, sie ist Kindergärtnerin und sie fand, ja nein, der soll jetzt spielen. Also als er dann in die Schule kam, hat er schon einige Bücher gelesen, und Sie sehen, wie er sich da entwickelt hat. Also da unten, da haben wir das Alter, und das wäre die Lesekompetenz. Also da unten hat er angefangen. Er ist jetzt erwachsen, er hat eine sehr hohe Lesekompetenz. Der Eldar, das ist so der Durchschnitt, oder? Das fängt so mit 6, 7, 8 Jahren an. Und dann haben wir noch den Patrick, und der bleibt tief. Jetzt, wenn Sie mal schauen, der Patrick, wenn er zur Schule rauskommt, der ist auf einem Stand wie Lars mit 7 bis 8 Jahren. Ein Sechstel der Jugendlichen in der 9. Schulklasse sind im Lesen auf der Stufe der 4. bis 5. Klasse. Ein Sechstel, jeder Sechste. Also es kann einem nicht wundern, dass die Mühe haben, wenn sie ein Bewerbungsschreiben schreiben müssen. Aber auch das wollen wir wieder nicht wahrhaben. Nicht? Also, und es liegt nicht an der Schule. Also die Finnen haben genau das gleiche Problem mit einem noch besseren Bildungssystem. Es ist weltweit so. Also ich denke, wenn wir da irgendwie human sein wollen, ein Menschenbild haben wollen, das uns und den anderen einigermaßen gerecht wird, dann müssen wir diese Unterschiede wirklich akzeptieren. Diese Notiz haben Sie wahrscheinlich gesehen, das ist Jacques Dubosche, der hat den Chemie-Nobelpreis bekommen und hat freimütig eingestanden, dass er eine schwere Legasthenie hat. Ich kenne relativ viele Akademiker, die eine Legasthenie haben. Ich kenne sogar einen, der ist jetzt 75, hat 60 Bücher geschrieben. Und zwar, er hat sie alle diktiert und er hat eine sehr gute Sekretärin. Aber es gibt viele Menschen hier in unserer Bevölkerung, die tun sich schwer mit dem Lesen, und sie gehen auch davon aus, dass sie auch dumm seien oftmals. Die Legasthenie hat nichts zu tun mit der Intelligenz. Auch die Rechenschwäche nicht. Man kann also eine Teilleistungsschwäche haben und sehr intelligent sein. Also was wir gelernt haben in unseren Studien, es gibt kein Merkmal, mindestens unter all denen, die wir untersucht haben, die bei allen Kindern gleich werden. Es ist verschieden. Und die Merkmale sind beim einzelnen Kind es auch noch. Und das macht eben dann die Einmaligkeit der Kinder aus, nicht? Also es erstaunt ja nicht, dass da der Team, dass er motorisch sehr geschickt ist, oder dass die Sarah sozial sehr geschickt ist, oder dass die Eva musikalisch sehr talentiert ist. Also alle haben so eine Rosette. Und zwar für die Grundbedürfnisse genauso wie für die Kompetenzen. Und wir alle auch. Und was eigentlich die Natur will, ist, dass wir einerseits da die Grundbedürfnisse leben, so wie sie nun mal angelegt sind, und da bei den Kompetenzen die Kompetenzen realisieren. Und jetzt kommt der kritische Punkt. Man kann sein Begabungspotenzial realisieren, zum Beispiel in der Motorik. Aber was man nicht kann,
darüber hinausgehen. Es geht nicht. Mit aller Überei nicht. Mit Üben kann man gute Noten machen, aber man wird nicht klüger. Es geht nicht. Und unsere Gesellschaft, die ist so extrem leistungsorientiert, dass sie das überhaupt nicht wahrhaben will, dass wir ein unglaubliches Angebot haben an Lernstudios und allen möglichen Tricks, wie man etwas lernen kann. Ich kann Ihnen sagen, es funktioniert nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo das vielleicht offensichtlicher ist. Und das ist das Wachstumspotenzial. Also es ist selbstverständlich, wenn Sie ein Kind schlecht ernähren, dann wird er kleiner. Das ist nicht erstaunlich, nicht? Aber heute ist es so, dass eigentlich alle Kinder gut ernährt sind. Die meisten sind in einem guten Gesundheitszustand. Die Vielfalt, die wir heute sehen, ist zu 100% genetisch. Also die Größenunterschiede, die wir haben, die sind in der heutigen Gesellschaft genetisch. Genauso wie der IQ nicht mehr zunimmt, nimmt seit zwei Generationen die Körpergröße auch nicht mehr zu. Und jetzt kommt der Punkt, was passiert jetzt, wenn man ein Kind überernährt, und das wissen Sie alle auch, der wird nicht größer, sondern nur dick. Und also es gibt Nebenwirkungen, und das haben wir eben nicht nur bei der körperlichen Entwicklung, sondern auch bei der geistigen. Wenn man die Kinder permanent überfordert, die werden überhaupt nicht besser, sondern die werden demotiviert und die werden in ihrem Selbstwertgefühl und in ihrer Selbstwirksamkeit schwer beeinträchtigt. Und das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das wird ein Dauerthema in unserer Gesellschaft. War zum Beispiel ein Thema heute auf Radio SRF 2. Weil wir sind so in diesem Leistungsdenken gefangen, dass immer mehr Menschen Schaden nehmen. Also man rechnet damit, dass Schulkinder etwa zu 25% körperlich und psychisch beeinträchtigt sind in der Schweiz. Burnout gab es nur bei Erwachsenen, dann vor etwa 10, 15 Jahren bei Jugendlichen, jetzt haben wir es tatsächlich bei den Kindern. Die stehen buchstäblich still. Also das finde ich extrem dramatisch, und ich denke, etwas, was wir, wenn wir uns selber kennenlernen wollen und die Kinder kennenlernen wollen, was wir wirklich akzeptieren müssen, das sind unsere Grenzen und die Grenzen bei den anderen. Also wie wir mit den Mitarbeitern umgehen. Das ist eine kurze Zusammenfassung des FIT-Prinzips. Jeder Mensch ist einzigartig. Und das Spannende ist ja, das kann ich jetzt nicht ausführen, aber aus genetischen Gründen kann man sagen, nicht nur jetzt unter den etwa 8 Milliarden Menschen einzigartig, sondern auch einzigartig in Bezug auf alle, die vorher gelebt haben, und auch in Bezug auf die, die nach uns kommen. Also wir sind wirklich einzigartig. Wir wollen unsere Grundbedürfnisse befriedigen, unsere Kompetenzen entfalten. Und was einfach enorm wichtig ist, oder? Wir wollen selbstbestimmt unsere Individualität leben. Und das setzt voraus, dass wir das in Übereinstimmung mit der Umwelt machen können. Und wenn wir eine soziale Struktur haben in der Gesellschaft, die das gar nicht erlaubt, dann haben wir ein Problem. Also konkret die Kleinfamilien, fehlende Lebensgemeinschaften und eine anonyme Massengesellschaft. Ich habe mir hier noch etwas überlegt, wie es denn so aussieht in Bezug auf die verschiedenen Grundbedürfnisse. Also existenzielle Sicherheit ist sicher hoch, aber es gibt seit 2008, seit der Finanzkrise, gibt es so eine allgemeine Verunsicherung in der Bevölkerung. Die wird immer wieder beschrieben in den Studien. Das heißt, die Menschen sagen, ja, mir geht es eigentlich noch gut, aber
das ist ein Plateau und es fängt schon langsam an, schlechter zu werden. Und ich nehme nicht an, dass es unsere Kinder noch einmal so gut haben werden wie ich. Und das ist einer der Hauptgründe, dass so viel Druck ausgeübt wird auf die Kinder. Man will mit allen Mitteln erreichen, dass sie eine Chance haben. Und leider, denke ich, sind die Folgen genau gegenteilig. Also im Moment ist das noch so. Ich habe mich im Buch auch mit dem Grundeinkommen auseinandergesetzt, habe in der Zwischenzeit mit verschiedenen Ökonomen geredet. Sie sagen es in der Öffentlichkeit natürlich ungern, aber wenn man unter vier Augen mit ihnen spricht, die meisten gehen nicht davon aus, dass die Beschäftigung weiterhin so hoch sein wird wie bisher. Also das nimmt eigentlich niemand an. Es gibt zwei große Studien, die zeigen, dass man bereits jetzt etwa die Hälfte, was in der Dienstleistung geleistet wird, dass man das automatisieren und digitalisieren könnte. Und dann zum einen, das sind 70%, die da arbeiten, zum einen, dass man da dann irgendwelche Lösungen hat, im Wald Bäume fällen geht oder so, das ist einfach nur naiv. Oder? Also wenn wir da nicht etwas vorausdenken, dann würde ich meinen, kriegen wir ein horrendes Problem. Was natürlich sehr gut ist, das ist die körperliche Integrität, oder? Wir machen uns etwas Sorgen wegen der Übergewichtigkeit, aber es ist ja unglaublich, oder? Also es hat sich jetzt in den letzten 150 Jahren hat sich die Lebenserwartung verdoppelt. Die war also im 19. Jahrhundert war die bei 45 Jahre. Also das ist wirklich ein riesiger Erfolg. Da sehe ich ein großes Defizit, bei der sozialen Anerkennung und Stellung auch. Bei der Selbstentfaltung ist es für mich so, dass wir haben ein gutes Bildungssystem, das ist keine Frage, aber unser Bildungssystem orientiert sich immer mehr an der Wirtschaft. Da sagt dann die Wirtschaft, jetzt brauchen wir etwas mehr Naturwissenschaftler vor 20 Jahren. Wir brauchen mehr Banker. Wir wissen jetzt, dass sie entlassen werden. Ich finde das ein furchtbares Konzept, weil wirklich niemand weiß, wie es in 10 und 20 Jahren in der Wirtschaft aussehen wird. Und das Beste würde ich meinen, dass wir tun können, aber da ist das Bildungswesen leider noch nicht so weit, das ist, dass man schaut, dass jedes Kind seine Fähigkeiten entwickeln kann. Jedes Kind, möglichst gut, aber nicht mit einer Absicht, sondern schaut, was hat das Kind für Fähigkeiten und ihm hilft, diese zu verwirklichen. Leistung, das habe ich schon zweimal gesagt, also die Leistung, das wird für mich auch zunehmend ein Problem. Ich glaube nicht, dass die Wirtschaft noch die zukünftige Wirtschaft noch befriedigend sein wird diesbezüglich. Also man muss andere Tätigkeitsfelder finden und das fängt ja zum Teil schon an, das ist ganz interessant, oder? Also, dass man die junge Generation sucht immer mehr Alternativen. Also die wollen etwas machen, was sie befriedigt und wo sie den Eindruck haben, dass das macht Sinn für die Gemeinschaft. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ich da noch vorschlagen möchte als Lösung. Also das Wichtigste für mich ist, dass wir akzeptieren, dass wir eigentlich für unser Wohlbefinden in einer Lebensgemeinschaft leben müssen. Wir kommen nicht darum herum. Also das heißt, irgendwo so zwischen 30, 50 und vielleicht 300 Menschen, die sich sehr gut kennen, die zusammenbleiben, die Verantwortung füreinander übernehmen. So ein System ist auch für den Staat sehr attraktiv, weil man könnte zum Beispiel die Kinder in der Lebensgemeinschaft betreuen, bräuchte keine Krippe mehr. Und vor allem die alten Menschen könnte man zurückholen aus den Heimen und das würde den Staat immens entlasten.
Viele von Ihnen sind wahrscheinlich skeptisch, aber ich meine, es gibt schon verschiedene Mehrgenerationen-Projekte, die sind zum Teil auch schon realisiert. Natürlich ist man da noch in einer Lernphase, also man muss irgendwie Erfahrungen sammeln, wie man miteinander umgehen soll. Aber für mich ist das die Zukunft. Und also ich bin sehr skeptisch, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Also das ist für mich eigentlich aus verschiedensten Gründen, sozialen, emotionalen, finanziellen, nicht machbar. So, jetzt hoffe ich, Sie sind nicht komplett in eine Depression verfallen. Und bin jetzt gespannt auf eine angeregte Diskussion. Vielen Dank. Fragen? Wir haben diese Rosetten-Eindruck gemacht und mit diesen drei Kindern, man sieht die verschiedenen Bedürfnisse und ich möchte Sie fragen, was macht es für einen Sinn, wenn man heute im Kindergarten diese Kinder die ganze Zeit kennt und beobachtet und diese Beobachtungen festhält, wenn sie ja so individuell sind in ihrer Entwicklung und die Kindergärtnerin sitzt vor dem Laptop und schreibt, es hält den Stift verspannt und ist gar nicht mehr an der Basis, sprich kann vielleicht nicht mehr basteln mit Ihnen. Ich bin eine alte Kindergärtnerin. Was meinen Sie, was ist meine Meinung? Ja. Meine Frage ist auch, warum wird an der Basis nichts geändert? Zum Beispiel an den Hochschulen. Man spricht ja immer, das Kind muss spielen, es muss diese Entwicklung haben. Aber ich merke bei den jungen Studenten, dass es einfach irgendwie nicht greift. Und das ist mein Frust. Und ich habe keine Hochschulausbildung, ich ging noch ins Seminar. Ja. Und darum fühle ich mich manchmal auch ein bisschen unsicher. Aber das, was jetzt passiert an der Basis, das erschreckt mich. Ja, also das geht mir genauso. Also in den 80er Jahren haben wir diese Poliklinik eröffnet und da waren sehr viele Schulkinder. Also ich habe Tausende von Kindern gesehen mit Schulproblemen und hatte viele Gespräche natürlich mit den Eltern und auch mit den Lehrern. Das ist ein Drama, das da abläuft und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Lehrern gesprochen habe, ich glaube, da sind Sie genau eben auch in dieser Situation, wenn ich mit Lehrern gesprochen habe, die viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte sogar Erfahrungen mit Kindern gehabt haben, dann habe ich null Probleme gehabt. Nie, einfach nie. Weil die wussten genau, was ein Kind ist. Aber die aus der Hochschule kommen, da ist es leider so, dass die für mich so fehlausgebildet sind, dass viele gleich wieder aufhören, wenn sie mal vor der Klasse stehen und Mühe haben. Also wenn man sich fragt, was steckt da dahinter, dann es klingt grotesk. Aber für mich ist es so, dass eigentlich die an der Hochschule keine Ahnung haben, was ein Kind ist. Es tönt unglaublich, nicht? Es tönt unglaublich. Aber es gibt auch Dozenten, die haben keinen Tag Schule gegeben, oder? Ich meine, das kann doch nicht sein. Also ich bin da immer wieder gegen eine Mauer gelaufen. Ich habe mir dann überlegt, was man politisch machen könnte, seit etwa 10, 15 Jahren. Und ich sehe eine Lösung, die ich eigentlich sehr, die leicht umzusetzen wäre und praktikabel wäre, das wären autonome Schulen. Also die sind so definiert, dass diese Schulen genauso subventioniert werden wie Volksschulen. Die müssen natürlich bestimmte Bedingungen erfüllen, das ist klar, denke an den Lehrplan. Sie müssen auch eine gewisse Anzahl Kinder mit speziellen Bedürfnissen aufnehmen. Also es darf nicht zu einer elitären Schule verkommen und vor allem, sie dürfen kein zusätzliches Geld annehmen. Also die sollen genauso mit dem Geld auskommen wie die Volksschule. Also wenn man das
sich überlegt, dann wird das nicht teuer. Es wird einfach, das Geld wird verlagert. Und alle die Lehrer, die wirklich anders, und da gibt es viele, die anders Schule haben, halten möchten, die Eltern, die ihre Kinder in eine andere Schule bringen möchten und die Kinder, die in eine andere Schule gehen möchten, die hätten die Chance. Und alle, die die Volksschule gut finden, die sollen weiterhin ihr Kind in die Volksschule schicken. Also das würde ich als wirklich eine Alternative ansehen. Autonome Schulen gibt es in Schweden seit 1996. Sind etwa 20% der Kinder, die in solche autonomen Schulen gehen. Also das würde diesen Krampf lösen, weil ich glaube nicht, dass man die Volksschule als Ganzes verändern kann. Also nach 30 Jahren Bemühen glaube ich nicht mehr daran. Und das ist irgendwie verständlich, das ist bei den Medizinern genau das Gleiche und bei der Kirche genau das Gleiche. Also da sind so viele Interessen, die eigentlich mit dem Kind gar nichts zu tun haben, dass das nur schwer machbar ist. Also ich bin auch eine altgediente Lehrerin und ich verzweifle eigentlich auch, wenn ich den Schulalltag so mitbekomme. Aber meine Frage ist, wie konkret sähe eine andere Schule aus? Also wie wäre das genau? Also ich meine autonome Schulen, oder? Gut, also ich gebe Ihnen jetzt ein extremes Beispiel. Also, und ich meine auch nicht, dass man jetzt alle Schulen in eine solche Schule umwandeln will. Ich will Ihnen einfach damit zeigen, dass das Kind lernen will. Man muss das nicht dazu treiben. Also das Beispiel ist die Villa Monte. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen die Schule kennen. Wer kennt sie? Ah, doch einige. Also das ist eine Schule, die gibt es seit über 30 Jahren in Galgenen, also im Kanton Schwyz. Das war ursprünglich eine Montessori-Schule und Rosmarie Scheuss ist die Leiterin dieser Schule, hat dann langsam immer mehr die Kinder immer selbstständiger gemacht. Und heute ist es so, dass es Lehrer im ursprünglichen Sinn nicht mehr gibt. Also die sind über 100 Kinder vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Die kommen am Morgen und beschließen, was sie machen wollen. Also lesen oder in den Garten gehen, rechnen oder in den Wald gehen, ein Kleid nähen oder in der Schreinerei etwas machen, miteinander spielen, was auch immer. Wenn Sie ein Problem haben, wenn Sie Hilfe verlangen, dann sind Erwachsene, also Lehrer da, die Ihnen helfen. Aber kein Lehrer sagt den Kindern, was sie zu tun haben. So. Und wenn man das hört, dann kann man das nicht glauben. Ich habe es letzte Woche wieder erlebt und ich verstehe das auch. Da kam jemand, der einfach mal schauen wollte, wie das zu und her geht in dieser Schule. Oder? Er konnte das einfach nicht glauben. Und man muss es, ich kann Ihnen das nicht beschreiben, aber man muss das wirklich erleben. Wir haben dann vor 3 Jahren ein Buch herausgegeben, das ist im Handel. Und haben dann auch geschaut, was ist aus den Kindern geworden, die jetzt erwachsen sind. Weil das ist ja die große Sorge der Eltern, oder? Also was geschieht? Wenn man schaut, wie viele gehen dann doch noch ins Gymnasium, was machen sie für Lehren und so, da ist kein Unterschied zur Volksschule. Keiner. Aber es ist ein enormer Unterschied in zwei Bereichen. Der eine ist, die sind extrem sozial kompetent, weil die müssen den ganzen Tag miteinander aushandeln, was sie jetzt machen. Den ganzen Tag. Die sind unglaublich kompetent. Und wir waren vor 3 Jahren mal an einem Kongress mit 3000 Leuten und etwa 15 Jugendlichen und die haben die Schule diesen 3000 Leuten vorgestellt. Das war unglaublich. Nachher haben sie noch 2 Stunden sind sie ins Publikum hineingegangen und haben mit den Leuten diskutiert. Also die haben eine enorme soziale Kompetenz und ein sehr gutes Selbstwertgefühl. Und das sollte man nicht unterschätzen, weil
was machen wir mit Kindern, die ein schlechtes Selbstwertgefühl haben nach der Schule? Was machen wir mit diesen Kindern, wenn die nicht daran glauben, dass sie in dieser Gesellschaft je Erfolg haben werden, weil in den letzten 9 Jahren hatten sie es ja auch nicht. Ja, das ist die Villa Monte und also ich kenne die Schule nicht ganz von Beginn, aber seit etwa 20 Jahren. Und für mich war es eine unglaubliche Erfahrung. Es war unglaublich zu sehen, wie ein Kind, wenn es dann bereit ist zu lesen, plötzlich lesen will. Und zwar mit allen Mitteln. Dann fragt es andere Kinder oder fragt einen Lehrer, es will jetzt lesen. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn man dem Kind ein Buch gibt, so jetzt wird gelesen und das Kind ist noch nicht bereit. Ich habe es mal erlebt, dass ein 7-Jähriger hat einem 10-Jährigen etwas vorgelesen. Der 10-Jährige ist unterdessen 30 Jahre alt und äußerst erfolgreich im IT-Bereich, Herr Gunzinger. Ja. Also ich verstehe sehr gut, oder wenn Sie es nicht glauben können, ich verstehe das sehr gut und ich will das auch überhaupt nicht propagieren. Aber was wir jetzt mit den Kindern machen, wie wir sie gängeln, wie wir sie bevormunden, das muss wirklich aufhören. Und wenn man schaut, was ist eigentlich die Grundlage, dass die Kinder dann bereit sind zu lernen, dann ist es immer das Gleiche. In der Familie oder in der Schule die Beziehung. Die Beziehung zum Lehrer, die Beziehung zu den anderen Kindern. Es gibt eine riesige Studie, die Hattie-Studie, die hat etwa 250 Millionen Kindern in verschiedenen Studien analysiert, haben 138 Faktoren herausdestilliert. Der wichtigste ist die Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Kind. Dankeschön. Ich habe zwei oder drei Punkte kurz. Schweizerdeutsch ist gut? Ja, okay. Schubladisierung für all die Leistungsdruck, also du bist Legastheniker, du hast, brauchst Logopädie, du brauchst Feinmotorik, genau aus dem Punkt heraus, weil die Kinder sich nicht mehr draussen bewegen. Und das hilft dem Kind eben nicht am Selbstwert, sondern ich denke eher, es macht den Selbstwert noch mehr kaputt, weil du bist anders, du hast ein Problem und einfach eben das ganze System stimmt einfach nicht mehr. Also die Kinder können sich nicht mehr entwickeln, den Selbstwert, wo einfach eine Selbstsicherheit und ihre Fähigkeiten, die sie sogar haben, fangen sie dann an, runterzutun. Also das ist brutal. Und eben, dann kommen dann all die Sachen, die dann medizinisch mit die besagten Tabletten für Konzentrationsförderung. Und das Problem ist eben dann nicht nur das Kind selber, weil es ist ein Problem dann für die Gesellschaft, weil das sind Personen, Menschen, die anwachsen, die total verunsichert sind. Und man sieht das ja heute in der Gesellschaft bezüglich Drogenkonsum, bezüglich medizinische, also Psychopharmaka, wo Leute, also das sind alles schwarze Zahlen, die nicht aufgedeckt sind, Alkohol sowieso, dann, dass so viele Jugendliche kiffen, ist kein Wunder, oder? Also sie flüchten, das ist der Leistungsdruck ist so enorm geworden auf die Kinder. Und die Frage ist wirklich, wo die ganze Gesellschaft angeht mit dem. Dann kommt noch dazu an, nur schnell mit den Medien, das ist ganz wichtig. Und dann kommt die Überflutung wegen dem IQ. Das ist mir recht eingefahren. Der IQ, der gleich bleibt. Und die Überflutung, früher ist man in die Bibliothek gegangen oder hat Informationen eben von einem älteren Mensch, vom Grossvater, vom Ueli nebendran, der Schreiner ist oder was immer, Informationen geholt. Es ist so eine Überflutung. Wie wo eine Persönlichkeit, die Selbstwert so runtergemacht worden ist, mit so einer riesen Information, um das geht es ja heute Abend, eigentlich
die Kopplung, wie soll die Gesellschaft weitergehen mit der Überflutung und dem gesellschaftlichen Problem, wo wir sind, dass der Leistungsdruck da ist und der Mensch sich gar nicht entwickeln kann. Ja, also ich kann Ihnen leider nur zustimmen, oder? Es ist wirklich ein grosses Problem und ich glaube, was man muss verstehen, sind die existenziellen Ängste, die dahinter sind. Also es ist ja nicht so, dass die Eltern böse sind oder der Lehrer böse ist, sondern die haben ihre unterschiedlichsten Ängste. Der Lehrer kommt von oben runter, befohlen wir über, was er zu tun hat und er wird kontrolliert und die Kinder werden kontrolliert. Ich habe kürzlich an einer Veranstaltung gesagt, unser Bildungswesen ist eine Planwirtschaft. Das gehört natürlich niemand gern. Da gibt es gerade eine Assoziation zur Sowjetunion. Aber es ist so, eine Planwirtschaft ist definiert, dass die EDK oben beschließt, was man jetzt macht, nämlich einen Lehrplan 21. Und dann kommt das oben runter. Die Lehrer sollen das gefälligst ausüben, den Lehrplan. Und dann fängt man die Lehrer und die Schule, Klasse und Kind anfangen zu kontrollieren. Das ist Planwirtschaft. Und das ist eine inhumane Pädagogik, weil sie vertraut eigentlich nicht mehr auf Beziehung, sie vertraut nicht mehr darauf, dass die sich um Kind kümmern, dass die das gut machen, sondern man muss das kontrollieren. Ich fand besonders interessant die Ausführung über soziale Anerkennung und Status. Und ich denke, das Problem dabei ist natürlich nur bei der Anerkennung. Da gibt es einen, der bekommt Anerkennung oder eine, und dann gibt es einen oder eine, die gibt Anerkennung. Also es gibt da Probleme. Und ich denke, wenn wir weltweit heute schauen, zum Beispiel den Populismus, den weltweiten, sage ich, das sind Menschen, die haben keine Anerkennung und keinen Status. Und wir hier, wir sind eine elitäre Gesellschaft, die haben wahrscheinlich alle irgendeinen Status. Und draußen gibt es ein paar Hunderttausend, die haben keinen Status. Und meine Frage ist jetzt, wie kann man im Kinderalter Kindern helfen, dass soziale Anerkennung gelernt wird? Also ich stimme Ihnen absolut zu in Bezug auf die heutige Situation, die politische Situation, weil wenn man einfach sagt, da ist ein Rassismus, das ist viel zu einfach gegriffen, das sieht man in Ostdeutschland, oder? Das sind Menschen, die nach der Wende nicht gut behandelt, arrogant behandelt wurden von Westdeutschland, die immer das Gefühl haben, heute noch, sie sind zweiter Klasse, sie sind nicht Deutsche wie die anderen. Also solche Elemente führen natürlich dazu, dass eine AfD ernten kann. Das ist ganz klar. Natürlich gibt es noch viele zusätzliche Elemente, aber dass die Identität, die man hat in der Gesellschaft, die soziale Anerkennung als Gesamtes und auch als Individuum, die fehlt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ja. Sie müssen die Kinder nur zusammenbringen und eine sinnvolle Umgebung schaffen. Und dann machen die das selber. Was ganz spannend ist, das ist, wenn man schaut, zwischen 2 und 5 Jahren fängt das so an, dass sie eine soziale Hierarchie bilden. Und bei den Knaben ist es tendenziell so, dass es immer nach einer Stärke, nach einer Fähigkeit geht. Ganz stark, oder? Der kann am besten rennen, der ist der Stärkste, der kann am besten Velo fahren und so weiter und so fort. Also irgendwie tönt das vertraut, oder? Und dann, wenn man schaut, bei den Mädchen ist es ganz anders. Dort sind es flache Hierarchien und die soziale Kompetenz spielt eine enorme Rolle. In der Regel ist das Mädchen, das am kompetentesten ist, ist an der Spitze. Also das sind ganz andere Hierarchien und das tönt ja auch wieder vertraut.
Oder? Also es gehört sich von Walter, der ist Pädagoge in Bern, eine Studie herausgekommen, die Mädchen seien nicht so leistungsorientiert. Und dann hat er eine Todsünde gemacht, er hat nämlich gesagt, die Mädchen sind scheu. Sie sollten nicht mehr scheu sein. Oder? Und man vergisst dabei, welch enorm wichtiger Faktor eben diese sozialen Kompetenzen bei den Frauen wären, wenn man sie endlich auch machen ließe. Also wenn man sie nicht ihnen wieder sagt, was sie da zu tun haben, sondern dass man sie endlich machen lässt. Und eine Schwierigkeit, denke ich, ist die, wenn man jetzt schaut, gibt es Geschlechtsunterschiede zwischen Männern und Frauen bezüglich sozialer Kompetenz? Wer würde sagen, ja, es gibt. Hand auf. Wer findet, nein, das ist nicht so? Also, wenn man das wissenschaftlich untersucht, sind die Unterschiede enorm. Und wir sollten das endlich zur Kenntnis nehmen und akzeptieren. Ich habe oft den Eindruck, die Männer spüren das genau und sie wollen es deshalb nicht wahrhaben. Also, ich meine, es ist doch offensichtlich, wenn man schaut, wie zum Beispiel Mütter und Väter mit ihren Kindern umgehen. Es ist doch wirklich, da kann man nicht diskutieren. Natürlich gibt es auch sehr talentierte Väter. Aber wenn man das als Ganzes anschaut, das ist ein enormer Unterschied. Wenn sie im Zug sitzen und einfach ins andere Abteil schauen und beobachten, wie die Frauen die Mimik des Gegenüber lesen, das haut einem doch aus den Socken, oder? Der Mann, der kapiert das nicht, der merkt gar nicht, was läuft. Also, ich will damit nicht sagen, da gibt es auch eine enorme Streuung, ich will damit nicht sagen, die Männer seien sozial behindert, aber was ich wirklich sagen will, ist, dass wir die soziale Kompetenz der Frauen in der Gesellschaft wirklich brauchen. Also, wirklich. Okay, nächste Frage hier. Hier? Nein, hier. Ja, danke. Ja, ich hätte eine ganz konkrete Frage. Ich bin im Vorstand von einer Kinderkrippe. Mir hat angefragt, eine neue Krippe zu machen im Nachbardorf. Und ich bin Vater von 4 Töchtern zwischen 5 und 11 Jahren. Was mache ich jetzt? Weil auf Gesellschaft warten kann ich nicht, oder? Herr Gunzinger, machen wir eine Veranstaltung. Ja. Ja. Also, ich würde Hilfe suchen. Und zwar bei Leuten, die jetzt wirklich Erfahrung haben, zum Beispiel vom Marie-Meyerhofer-Institut. Das Marie-Meyerhofer-Institut seit 60 Jahren, glaube ich, ja, beschäftigt es sich mit der Kinderbetreuung, der familienergänzenden Kinder. Und dann würde ich mit Ihnen hinsetzen. Es gibt zum Beispiel, ich habe es in den Babyjahren, hinten drin gibt es so eine Checkliste, auf was man achten sollte, wenn man das Kind in eine Krippe gibt. Oder? Also da gehört natürlich die Ausbildung der Erzieherinnen dazu, dass sie gut bezahlt sind, gehört dazu. Aber entscheidend ist zum Beispiel das Verhältnis Erzieherin-Anzahl Kinder, ob die Stabilität hoch ist der Erzieherinnen, extrem wichtig, ob die Stabilität der Kinder groß ist, auch extrem wichtig. Für ein Kind ist es sehr eine Belastung, wenn es von Woche zu Woche immer wieder mit anderen Kindern zusammen ist, da kann nichts draus werden. Die Eltern, die kann man begreifen, weil sie sagen, ja, das sind halt unsere Bedürfnisse, einmal am Freitag und das nächste Mal am Montag. Aber wenn man es vom Kind her anschaut, ist das nicht gut. Also, ich hoffe, ich habe Ihnen weitergeholfen. Danke. Herr Lago, ist eine Verständnisfrage und vielleicht ein bisschen
ja, also wenn ich Sie richtig verstehe, möchten Sie eigentlich, dass der Mensch sich selbst erkennt, weil er gewisse Anlagen hat, über die er nicht hinaus kann, die er nicht leugnen kann. Sie sagen eben zum Beispiel Gegensatz Mann-Frau in ganz vielen Beziehungen oder eben einer hat einfach eine gewisse Begabung und über die kann er nicht hinaus. Das sehe ich auch so. Ich glaube, vielleicht muss man fragen, wer sind wir oder erkennen wir uns mal endlich selbst und leugnen wir nicht, wer wir sind oder welche Anlagen wir mitbringen. Aber gleichzeitig haben Sie am Anfang gesagt, der Mensch ist ja in der Lage, im Laufe der Evolution sich weiterzuentwickeln. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt einfach Grenzen der Evolution, die muss man anerkennen und da gibt es also kein Entkommen. Also wir sind ja immer noch die gleichen wie vor 200.000 Jahren. Was in den letzten etwa 200 Jahren passiert ist, das sind ja ausschließlich Veränderungen der Umwelt. Oder? Indem wir zum Beispiel eine Rakete bauen, mit der man auf den Mond fliegen kann. Also das ist alles, auch die Großteile der Gesellschaft, dass mit unserer Intelligenz verändern wir die Umwelt in einer Weise, die erstaunlich ist, aber wir bleiben dabei immer die gleichen. Ich meine, ich habe mich schon gefragt, ob es überhaupt einen Menschen gibt, der noch weiß, wie alle Funktionen im Smartphone funktionieren. Alle. Und ich vermute, den gibt es gar nicht mehr, sondern das sind Spezialisten mit einzelnen Kenntnissen und dann baut man die zusammen. So haben wir eine unglaubliche Umwelt gebaut, aber wir, also wenn man sagt, wir sind eigentlich immer noch wie im Steinzeitalter, dann ist das wirklich nett gesagt, weil das ist ja nicht so lange her. Aber nein, wir können uns nicht verändern. Das ist unmöglich. Und wenn man die Prozesse anschaut, also in der kognitiven Entwicklung in den ersten Lebensjahren, dann sind das extrem hochgeregelte Prozesse. Also da ist ein Universum an Hardware dahinter. Und die Software ist eigentlich nur das, was wir dann einbauen, zum Beispiel bei der Sprache, ob wir jetzt Deutsch oder Französisch reden. Aber die Sprachfähigkeit an sich, mit der kommt man auf die Welt und die ist unglaublich differenziert. Und es gibt leider Kinder, die haben dann in gewissen Bereichen der Sprache haben sie diese Vernetzungen nicht oder vielleicht sogar Funktionen nicht. Und das können Sie mit aller Therapie können Sie das nicht beheben, sondern das Kind und alle um das Kind herum müssen lernen, mit dem Kind umzugehen und das zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Ich kenne normal intelligente Kinder, die können fast nicht reden, aus diesen Gründen. Okay, eine letzte Frage. Ich glaube, wir könnten noch lange diskutieren. Eine letzte Frage. Ich weiß nicht, Sie haben das Grundeinkommen kurz erwähnt. Und da das bedingungslose Grundeinkommen wurde kurz erwähnt von Ihnen. Da habe ich die Frage, wäre das nicht ein Schritt, der es mehr Menschen ermöglicht, so wie Sie es sagen, zusammenzukommen und sich um die wichtigen Probleme zu kümmern, damit wir auch nicht nur angewiesen sind auf Professoren und wichtige Leute? Und wäre es nicht ein Schritt, der die ganze Haltung in Frage stellt, nach der heute Leistung ausgerichtet wird auf Dinge, die es bald nicht mehr geben wird? Wäre das etwas Positives? Also es gibt ja immer mehr Leute, die das genauso sehen, wie Sie sagen. Nicht? Also, es kommt dann, dieser Einwand ist in der Zwischenzeit verklungen, woher das Geld kommt, oder? Also mit Transaktionssteuern auf Dienstleistungen kann man das beheben. Aber ich glaube das auch. Und was wir brauchen, ist aber eine Diskussion, was wir eigentlich möchten.
was wir wollen. Und nicht mehr nur wie die Maus vor der Katze in Angst erstarren, weil es könnte jetzt mit der Wirtschaft schlechter gehen. Oder? Also ich bin zu alt dazu, aber ich würde meinen, man sollte wirklich Visionen entwickeln, Alternativen entwickeln. Weil was ja auch möglich ist, das ist, dass natürlich, wenn's nicht mehr so gut geht, dass das nicht ein linearer Abfall ist, sondern dass das von einem Tag auf den anderen drehen kann, nicht? Also deshalb habe ich versucht zu zeigen, worauf es ankommen könnte, oder? Ich glaube, wir müssen wieder spüren, was eigentlich unsere Bedürfnisse sind, vor allem auch die sozialen. Ja, Herr Largo, ich bin Ihnen jetzt sehr dankbar für dieses Schlussvotum, weil das war das, was ich gefragt hätte oder gesagt hätte, weil ich für mich selber merke, wie mich das in dem Maße, wie ich meine Bedürfnisse überhaupt kenne, wie sie sich auch differenzieren vielleicht von anderen, in dem Maße werde ich auch von innen her freier und damit weniger gesteuert von einer Gesellschaft, die auf mich zueilt und mir dies und das und jenes und das vorhält und vorschreibt, weil ich den Bezug nach innen zu mir mit den Jahren vertiefe. Und da hätte ich mir eben noch einen Tipp von Ihnen erhofft. Wie können wir uns, und ich finde eben uns Erwachsene, wir haben jetzt viel von den Kindern gesprochen, wie können wir uns dahingehend noch weiterentwickeln, nicht in Bezug auf die Grenze, auf unsere Grenzen, über unsere Grenzen hinaus, also weiterentwickeln in Kenntnis meiner Bedürfnisse, damit ich nachher auch freier gegenüber dem Kind reagieren kann und nicht so gefangen bin. Also, noch ein Tipp, Herr Largo. Jetzt wird es mir unwohl, weil, ja, Tipp, jetzt verkomme ich zum Ratgeber, oder? Das stimmt, da haben Sie recht, und, ja. Der möchte ich eigentlich nicht sein. Ich habe nie Ratgeberbücher geschrieben. Man hat das oft von mir gesagt, aber ich habe die Erfahrung gemacht und das meine ich jetzt, werde ich konkret. Ich habe also das erste Buch Babyjahre, das ist vor 25 Jahren rausgekommen, ist ein Selbstläufer noch heute. Und dann habe ich die wunderbare Erfahrung gemacht, dass wenn Eltern wissen, wie Kinder sich entwickeln und wie unterschiedlich sie sind, wenn sie das wissen, dann brauchen sie keinen Rat mehr. Wenn Sie zum Beispiel wissen, also die Kinder schlafen ganz unterschiedlich lang, oder? Und jetzt möchte ich eigentlich herausfinden, wie lange schläft mein Kind, dann können Sie mit dem umgehen. Und ich glaube, für uns gilt genau das Gleiche, also dass man ja in sich geht, wobei ich irgendwie den Eindruck habe, die Frauen machen das viel mehr als die Männer. Ich hocke jetzt etwas auf den Männern herum. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass also mit dem letzten Buch, wenn das Buch gekauft worden ist, wenn Anfragen kamen, Interviews und so weiter, dann waren es von 10 Anfragen 9 Frauen. Also das beunruhigt mich auch, oder? Also offensichtlich liege ich komplett daneben für die Männer, oder? Also so wie Sie es beschrieben haben, dieses auf sich eingehen, das können verständlicherweise die Frauen besser, weil das ist ein Teil von dem, wie sie zum Beispiel mit den Kindern umgehen. Und das ist auch nicht als Vorwurf gemeint an die Männer. Ich bin ja auch einer, oder? Und gelegentlich begreife ich es auch nicht. Also, aber es hilft schon, wenn wir uns mal bewusst sind, dass wir da verschieden sind und vielleicht uns als Männer vermehrt hinterfragen sollten. Ja. Also nur also ein Rat, den ich mag, ist folgender. Sie können sich zum Beispiel überlegen, jetzt die vergangene Woche, wann habe ich mich wohlgefühlt?
In welchen Situationen habe ich mich wohlgefühlt und wann nicht? Und warum?